Herzlich willkommen zurück zu Bramble the Mountain King. Achso, ich kann mich schon bewegen. Sag das doch. Eieieiei. Dieser komische Frickel da oben. Wird das jetzt mein Endboss oder? Alter, ernsthaft? Jetzt bin ich doch nicht wieder hier. Wieder so eine Sache mit Verstecken, oder? Ja, hundertprozentig. Oh, nee. Komm. Ich habe keine Lust mehr. Nein, geh dahinter. Mann. Die Frage ist jetzt nur, das geht hoch und dann kann ich da hochspringen, oder wie? Komm. Nein! Wieso hält er sich nicht fest? Ist das dein Ernst? Boah, zumindest muss ich nicht alles jetzt wieder von vorne machen. Ich würde dir so die Krise kriegen. Wieso hat der sich jetzt nicht festgehalten? Ich denke, der hält sich automatisch fest bei diesen Geistern. Nein, schon wieder nicht. Natürlich. Das erste kriegt er immer hin, aber das zweite nicht, oder was? Oh. Jetzt bin ich doch veräppeln hier. Balancieren, oder? Lauf. Alter, ist das knapp von der Zeit her. Okay. Ja, wenn er so groß ist, brauche ich ja keine Angst zu haben, ne? Gibt es ja auch eine Tür für Kleinwüchsige? Ich wollte eigentlich die Blume da hinten treffen. Was scheinbar auch richtig war, was ich nur nicht richtig anvisieren konnte. Oh, komm. So. Das heißt, ich hätte nicht so weit reinlaufen dürfen, weil dann kann man nicht mehr. Ah, komm schon. Und zack. Die
gate that was meant to be closed forever, now opened. Ja. Dann ist ja alles gut. Oh, scheiße. Muss ich Däumeling gegen den da kämpfen? Hm. Bitte lass es eine Statue sein. Bitte lass es nur eine Statue sein. The Mountain King, who was meant to be hidden forever, was now revealed. Alter, ich komme hier. He just had to reach the sack before Lilimur ended up as the giant's dinner. Die Frage ist, komme ich da jetzt hoch? Anscheinend kann ich da noch nicht mal hochspringen, ne? Muss ich also doch komplett rum? Also ich muss nur den Sack erreichen. Das ist doch schön. Was macht der denn jetzt, damit ich den Sack nicht erreiche? Ich weiß jetzt schon, ich hätte nicht fragen sollen. Problem ist, ich sehe auch so gar nichts. Ich meine, gut, das kann man jetzt noch sehen. Ich finde diese Schlafgeräusche alles andere als gut. Oh mein Gott. Das sind Dornen hier vorne, oder? Ich spring trotzdem mal auf. Kann doch nicht über die Dornen laufen, oder? Anscheinend doch. Oh, scheiße. Ich sehe hier so gar nichts, Leute. Es wäre gut, wenn ich mich mal sehen könnte. Alter, der hört sich an, als ob er Asthma hat, ehrlich. Er lebt. Und ist wach. Hätte sie jetzt mal den Dolch mitgenommen, ne? Oh, fuck. Ja, genau. Er macht es genau da, wo ich stehe. War ja klar. Der macht das gleich bestimmt mit beiden.
sollte die Seite sollte ich lieber versuchen, dahin zu kriegen. Nein! Ihr Arschlöcher! Was macht ihr hier mit mir? Oh Gott! Das ist nicht euer Ernst! Oh. Alter, was ist das? Oh, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Oh! Hat der mich erwischt? Die Runde verstehe ich jetzt gerade so gar nicht. Okay, das verstehe ich noch. Da drüber springen, okay. Schwarz war neben dem schwarzen Fleck, aber ist in Ordnung. Okay, also das Schwert macht die Dinger dann wieder weg, quasi. Verstehe, verstehe. Lauf! Lauf! Da einfach mittendrin stehen! Oh. Was ist jetzt? Springen war jetzt wohl nicht richtig. Oh, Alter, müsst ihr mir das antun, ganz ehrlich. Nein, komm, ich bin extra nach vorne gelaufen. Dahin, wo nichts war. Nein, jetzt fange ich wieder... No, jetzt fange ich nicht wieder von vorne an. Was ist das für ein Scheiß? Och, komm, ey. Huh, wieso geht der jetzt wieder zurück? Das hat er die ganze Zeit nicht gemacht. Kleiner Penner. Das hat der mir übel genommen, glaube ich. Ja, das weiß ich nicht. Was muss ich dann dahinter stehen oder was? Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen früh am Springen gewesen. Bei Runde 3 macht er das dann dreimal, oder was? Boah. Alter. Nein! Och komm! Dein Ernst jetzt, dass ich da jetzt runterfalle? Oh, das ist so nervig. Der Typ ist gerade echt nervig, ganz ehrlich. Aber das kann er die ganze Zeit machen. Das ist mir egal. Oh. Naja, okay. Anscheinend muss ich mich dann dahinter stellen. Okay.
The bramble weakened. The Mountain King saw clearly for the first time in centuries. And what he saw reminded him of his beloved son. He would not lose him again. This time, King Nils would overcome the darkness. Und jetzt? Muss ich da jetzt hin? Soll ich die jetzt zerstören, oder was? Bin doch viel kleiner als du. Macht mich doch direkt platt. The source of the curse blossomed. King Nils tore the bramble rooted in his back and brought it all to an end. The only way to get to Lilimur was now up and in. Ist das euer Ernst, was ihr da gerade andeutet? Hochklettern oder? Soll ich mich jetzt auch umbringen? Leute? Wenigstens ist es kein langer Aufstieg. Der Typ ist ja nicht so groß, ne? Na, mach mal das Mäulchen auf, dann kriegst du noch ein Mittagessen. Komm. Juhu! Dethrone the Mountain King. Mach den Mund auf, komm. Tuva had one last gift to give to Ole. Oh nein, komm! And with the Mountain King dead, his prison started to crumble. The Lemus will always look after his friend.
The nightmare woke her up. Frightened by her memories, she searched for her brother's comfort. But he was nowhere to be found. Dein Ernst jetzt? Müssen wir jetzt die Story nochmal von vorne machen? Weiß nicht, ob wir da mit ihr was anderes machen können. Ah, das sind alle die, die wir gesammelt haben. Okay. Das kann sie nicht machen. Oder will sie nicht machen. Das haben wir alles schon gemacht. Complete the game. However, the darkness outside did not scare her. Because she knew she had her brother. Ja, das war Bramble, the Mountain King. Ich bin ehrlich gesagt noch sehr gerade. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt in Worte fassen soll. Das Spiel an sich fand ich richtig, richtig gut. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich das jetzt gekauft habe. Weil ich war erst so mit mir so ein bisschen im Argen und habe gedacht, naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist oder nicht gut ist, weil ich hatte noch nicht viel darüber gesehen. Ich wollte mich auch nicht spoilern lassen. Ich habe halt nur so ein paar Szenen mal gesehen, wie das von der Grafik her aussah und so. Und wie das vorgestellt wurde. Aber ich muss doch sagen, es war schon sehr nervenaufreibend. Das auf jeden Fall. Also was mich am meisten angekotzt hat, wenn man das mal so sagen kann, das war der ganze Abschnitt mit diesen komischen Viechern, wo man schleichen musste und das Licht nicht anlassen durfte und so. Also diese komischen Zombie-Viecher, sage ich jetzt mal. Oh, der ist mir so richtig auf den Sack gegangen, der Abschnitt. Dann noch diese Pestoma da, die wir getroffen haben, die ist mir auch so richtig auf den Sack gegangen, weil die eigentlich nicht schwer war, aber irgendwie war dann immer irgendetwas da, wodurch ich dann wieder gestorben bin. Und obwohl ich immer gedacht habe, so, jetzt hast du es so perfekt gemacht und dann buff, auf einmal war man tot. Aber ansonsten, das Einzige, was mich richtig genervt hat am Spiel, war diese Sache mit diesem Bug, mit dem Sound. Ich weiß nicht, über wie viele Folgen das jetzt gewesen ist, dass der Sound nicht drin war, bis ich dann irgendwann mal gecheckt hatte, vielleicht solltest du mal einen Neustart machen, das zumindest mal ausprobieren. Ja, und danach hat es dann ja zum Glück auch geklappt. Das war jetzt wirklich was jetzt im Nachhinein richtig Mist war. Und wo ich jetzt persönlich auch sagen muss, das hat mich auch sehr, sehr genervt und das darf auch nicht vorkommen, sowas, ganz ehrlich. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich gesagt haben, auch wenn ich was anderes im Spiel gesagt habe, aber ich liebe dieses Spiel. Es war extremst nervenaufreibend, aber es war richtig, richtig geil zu spielen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt. Ob ihr das auch so nervig fandet, wo ihr keinen Ton hattet, wie ihr die Story fandet und so weiter. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer bis zum nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.